Alter, das ist so heftig. Diese Fähigkeit hier ist so krass. Shit, shit. Oh Mann, Maul, was nimmst du mir denn weg? 99%? Komm schon, komm schon. Hey Leute, schön, dass ihr bei einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 wieder dabei seid. Wir spielen mal wieder Vorherrschaft und natürlich in der Originaltrilogie. Und das Gute ist, nicht nur der Todesstern, meine Lieblingsmap, sondern auch auf der Seite des Imperiums. Ich sammle jetzt erstmal natürlich die 4000 Kampfpunkte. Ich habe jetzt schon 600 durch den einen Kommandoposten eingenommenen Kommandoposten bekommen und jetzt hier hoffentlich nochmal 600 Punkte durch den anderen. Jawohl, nice. Dann geht's jetzt weiter. Und da kommt direkt der erste Gegner. Ja, die sind weg, ne? Okay, das ist ein Verbuggter. Okay, da können wir jetzt hoffentlich... Alter, den Vanguard ich weg. Okay, der ist schon tot und dann... Natürlich. Gucken wir mal... Oh, bei B könnten wir... Okay, ne, da sind jetzt ganz viele Gegner, die jetzt eingenommen haben. Aber wenn wir da das zurück einnehmen, fehlen wieder 600 Punkte am Start und ich werde schon wieder von hinten beschossen. Nice, schon wieder hier hinten gespawnt. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Da chillt ja normalerweise relativ viel KI-Einheiten. Nice. Oh, da sind Wookie. Und schon wieder einer von der anderen Seite. Von wo? Wie kommt der denn da hin? Aber wir sind jetzt mittlerweile Erster. 3200 Kampfpunkte. Komm schon, versuchen wir nochmal bei C ein paar Kills zu machen. Und da ist auch direkt schon Yoda am Start, ey. Das gibt's doch nicht. Ich brauche nur 800 Kampfpunkte. Lass mich in Ruhe, Yoda. Komm schon. Oh, 3800, 200 fehlen noch. Und dann spawne ich auch immer noch hier hinten. Muss dann erstmal 10 Minuten lang laufen. Da unten sehe ich wieder Yoda auf der Minimap. Keinen Bock auf den. So, weg mit dem. Und die 4000 Kampfpunkte sind da. Und ich bin sowieso gestorben. Luke ist da auch schon, habe ich gesehen. So, wir nehmen Bosk. Obwohl, ich hätte auch Palpatine, hätte ich auch Bock gehabt. Aber ich glaube, Bosk ist besser, weil es hier einfach total eng ist. Da kann ich halt eben perfekt meine drei Fähigkeiten einsetzen. Und Palpatine ist halt eben in den engen Gängen dann nicht mehr so mobil. Ach krass, das ist ja hochgefahren. Das war dumm, dass ich jetzt in dem Moment meine Fähigkeit aktiviert habe. Und die sind hier komplett D und E am übernehmen. Leute, nicht mit mir. Ich baller jetzt erstmal rein. Oh, da hinten sehe ich wieder. Komm, wir kriegen erstmal die Deoxys ab. Ich lege meine Minen. Ah, Luke hat immer noch recht viel Leben. Ich glaube, dann kümmere ich mich. Oh, nice. Schön passiv einfach Kills bekommen. Aber bestimmt von der Deoxys. Da war gerade noch irgendwo ein Kill mit dabei. Alter, wie ich einfach hier die ganze Zeit passiv Kills bekomme. So. Den Wookie besiegt und Luke. Sollen wir Luke angreifen? Ne, ich gehe erstmal da oben auf den Typen dahin. Zack, und tot bist du. Ah, er ist runtergesprungen. Ja, danke. Hat mir voll in die Karten gespielt. Da oben ist noch einer. Okay, scheint aber so, als ob wir es erstmal unter Kontrolle gebracht haben. Alter, das ist so heftig. Diese Fähigkeit hier ist so krass, dass ich einfach durch die Wände gucken kann und gleichzeitig mit jedem Kill die Laufzeit erhöht wird, sodass ich die rein theoretisch unendlich lang benutzen könnte. Einfach zu geil. So, die kassieren erstmal wieder der Oxys. Hier, bitte schön ein paar Minen für euch. Oh, da sind viele da rechts. Da gehe ich erstmal hin. Bosk ist halt eben relativ schwach ohne seine Fähigkeiten. Beziehungsweise zumindest im Nahkampf. Sein Blaster halt eben langsam schießt und auf wenig Schaden macht, wenn er nicht aufgeladen ist. Okay, ich muss vorsichtig sein auf jeden Fall wegen den anderen Helden. Oh, da sind viele. Da sind viele Gegner. Die werden sowas von fertig gemacht, alle. Komm schon. Stirbt da nicht mehr endlich einer? Ach man, da ist die Laufzeit schon wieder abgelaufen. Okay, ich gehe erstmal kurz zurück, heil mich ein bisschen was. Hier, ein bisschen Deoxys wieder. Alter, Bosk ist so geil. So, wer hat mich da gerade beschossen? Ah, geil. Hier ist irgendwie voll der Hotspot, habe ich das Gefühl. Hier in dieser Ecke, so zwischen Kommandoposten C und E. Da lauern immer viele Gegner, die nur darauf warten, von mir fertig gemacht zu werden. Aber
ich darf jetzt nicht zu übermütig werden. Denn Boss hat ja nur 600 Leben. Schon, stirb du endlich! Nein, da ist die Fähigkeit wieder ausgelaufen. Oh. Da bin ich wieder mit wenig Leben unterwegs. Und da kommen wieder passiv die Kills rein. Okay, gut. Hier gucken wir mal. Ja, meine Kollegen, alles unter Kontrolle. 25 Kills schon. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Oh, oh, Thermalimploder, da sind Wookies. Oh, nicht nur ein Wookie, sondern direkt zwei. Alter, nehmt das, Leute. Ja, einer weg. Der andere Wookie ist auch tot. Und der Heavy ist auch weggemacht worden. So, dann geht's jetzt. Oh, da kommt Luke. Ja, komm. Schön in meine Minen gelaufen, ne? Direkt nochmal neu hier. Alles verminen. Den machen wir erstmal weg, so. Dann die Leute, die hier ankommen. Kriegen von mir erstmal der Obsess. Oh, toll, da hat sich die Tür in dem Moment geschlossen. Aber wir haben trotzdem irgendwie einen Kill bekommen, geil. Oh, Mann. So, der wartet doch nur da drauf. Oh. Okay, ich kann ja einfach außen rumlaufen. So. Ja, die rechnen nicht mit mir. Überraschung. Und weg mit dem. Alter, das ist so easy mit der Fähigkeit. Bockt übelst. Der nächste weg. Der weg. Der will bestimmt auch noch kassieren. So, so. 33. Oh shit, da ist Luke. Nein, 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 der tötet mich jetzt. Der tötet mich. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Da war ich mal wieder zu gierig und habe nicht darauf geachtet, wo gegnerische Helden ankommen. Da schaffe ich es mal, als erster Held zu werden. Und dann gehe ich relativ schnell sogar drauf. Aber wie heftig man auch einfach gegen Lichtschwerter stirbt. Wie schnell. Ich hatte gar keine Chance. Gefühlt hat er mich auch mit seinem Lichtschwert getroffen, obwohl ich mich weggerollt habe. So. Der kassiert erstmal hier. So. Oh, und bei C ist sogar gar keiner. Dann übernehme ich den doch einfach mal. So, weg mit dem Wookie. Hier ist irgendwo ein Gegner. Blöde KI-Einheit, weg mit dir. Und da kommt direkt wieder Luke an. Schön. Und der kann mich mit seiner Abwehr one-shotten. Alter, jetzt sind wir ja auch übelst am Ablosen. Die haben schon, sind auf dem Weg zu 50%. Und dann spawne ich natürlich hier auch direkt bei Yoda. Komm schon, gib mir wenigstens so viele Points, dass ich die 4000 voll habe. Komm schon, Geschütz, beschieß den doch mal. Ah, gut, 4000 sind da, aber hält es bestimmt. Oh. Alter, krass. Ich sterbe und direkt ist der nächste Held verfügbar. So muss das doch immer sein, Leute. So, jetzt können wir direkt auch dann mal Palpatine austesten. Mal gucken, ob ich recht hatte. Dass die Map nicht allzu gut für den ist. Halt eben, weil er hier mit seinen Sprüngen und seiner Beweglichkeit nicht unbedingt ausnutzen kann. Mal schauen, obwohl die dunkle Aura könnte ja auch richtig gut reinballern. Gut, jetzt müssen wir uns erstmal hier ein bisschen... Oh, rechts und links zwei Helden, geil. Jetzt sterbe ich doch bestimmt wieder direkt, wenn zwei Helden auf einmal ankommen. Oh, und Yoda gibt dann auch jedem noch ein bisschen Leben dazu. Ja, komm schon, Yoda. Na, der zieht sich jetzt zurück, schade. Er war nicht zu gierig. Gucken, vielleicht können wir Luke hier ein bisschen... Oh, ja, 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 Luke. Haha, du stirbst jetzt in 3, 2, 1, Kettenblitz. Alter, der hat das überlebt. Und einschocken konnte ich ihn auch nicht. Der zieht sich doch jetzt wieder zurück. Ja, lauf ruhig weg, Luke. Lauf ruhig weg. Ah, er ist ein bisschen gierig, habe ich das Gefühl. Vielleicht zu gierig, Junge. Kettenblitz, Alter. Schade, schon wieder nicht erwischt. Vor den Wookies muss ich auch auf jeden Fall aufpassen. Vor allem, wenn die mit ihrem Slam umhauen. Das könnte gefährlich werden. Oh, Luke. Ja, hast nicht mehr so viel Leben, ne? Da, jetzt pushe ich da lieber nicht rein. Die Gegner übernehmen sowieso. Ah ne, das sind wir. Okay. Wir haben eh zurückerobert. Und Luke, was kommt der denn die ganze Zeit hier so an? Der will doch nur sterben. Ja, jetzt aber. Ja, da hat er zu viel gewollt. Der ist auch schon tot. So, jetzt wo der Held weg ist, können wir doch mal ein bisschen pushen.
und ein bisschen Prozent hoffentlich bekommen. Die sind schon bei 61%. Da sieht man mal, habe ich ja glaube ich schon relativ oft gesagt, dass es einfach, oh shit, zwei Wookies direkt wieder. Dass die... Oh, lass mich doch alle mal in Ruhe. Oh shit, schon wieder ein Wookie. Nein! Alter, wie dumm kann man sein? Übelst Palpatine verschwendet. Alter, ich hatte so Angst vor dem Wookie, dass der mich fertig macht. Und ich dachte auch, ich hätte viel weniger Leben, aber ich hatte noch 400. Und dann springe ich genau in dem Moment runter, wo der Todessternstrahl aktiviert wird. Ey, das ist typisch mein Pech. Typisch mein Pech. In dem Moment... Mann! Richtig Palpatine verschwendet. Naja. Dann seht ihr halt eben jetzt ein bisschen Offizier-Gameplay. Mit dem habe ich ja relativ lange auch nicht mehr gespielt. Schon wieder der nächste Luke da und dann... Alter, ich, ist das die Helden vs. Schurke oder was? Ich werde ja nur hin und her gepusht. Komisch, jetzt wo ich wieder nicht mehr Held bin, pushen die Rebellen aber wieder ordentlich. Die haben 83% schon. Was? 84? Leute, was macht ihr denn? Wir müssen unseren Todesstern verteidigen. Alter, die haben uns übel zurückgedrängt. Gut, die haben wir zumindest schon mal zurückerobert. Helden, 4000 Kampfpunkte habe ich jetzt auf jeden Fall schon voll, aber es sind immer noch zwei Helden verfügbar. Besetzt meine ich. Kommt einfach wieder Yoda an. Ach, nice, der hat mich direkt hier runtergepusht. Aber ich glaube, der kommt direkt, ja, der kommt direkt hinterher. Ja gut, was soll ich machen? Wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich ja wegen Yoda, ne? Sei denn, wir pushen alle mit rein und wir haben auch noch Aiden als Unterstützung. Oh, sie hat ihn geschockt, Alter. Zerstört haben wir den, zerstört. Uff, ist das... Oh, Alter. Der Offizier haut aber rein. Oh, da war Luke. Er hat mich nicht gesehen, gut. So, dann weiter zu B. Also der Blaster vom... vom Offizier, der haut schon richtig rein. Der ist schon stark, muss ich sagen. Dann gucken wir mal, ob wir hier mal flanken können. Jawohl, nice. Alter, jetzt haben wir schon 6 Kills mit dem geschafft. So, da kommt direkt der nächste. Ist auch noch gebufft. Ne, keine Chance. Keine Chance. Aber, oh. Alter, hält schon wieder verfügbar. Ja, dann nehme ich doch Vader ein. Deutlich. Alter, wie viel Glück habe ich denn in der Runde? Ich bin zum dritten Mal Held geworden und bin immer in dem rechtzeitigen Moment gestorben, wo der Held dann verfügbar geworden ist. Alter, geil. So, jetzt mit Vader drehen wir das Spiel aber um, das gewinnen wir noch. Alter, keine Chance haben die gegen Vader. Null. So, gut. Dann erobern wir das jetzt erstmal schön. Und dann haben wir jetzt 4 Kommandoposten unter Kontrolle. Sehr gut. Dann pushen wir mal weiter. Zu... Obwohl, nee, ich würde erstmal kurz gucken, was bei C los ist. Da wurde nämlich gerade angezeigt, dass der übernommen wurde. Und gegnerische Helden sind doch da. Lichtschwert. Alter, der ballert so rein, der Lichtschwertwurf. So, wen haben wir hier? Luke. Der ist auch fast low, aber da sind... Zack. Direkt der nächste Kill mit dem Lichtschwertwurf. Kurz warten, bis sich meine Fähigkeiten aufladen. Dann kassiert der... Hey, der ist einfach mit dem Lichtschwertwurf ausgewichen. Wie kann er es wagen? Den jage ich jetzt erstmal. So, weg mit dem. Oh, da sind auch wieder schön viele. Alter. Das ist halt eben jetzt das Gute. Jetzt haben wir sie so heftig zurückgedrängt. Dass jetzt halt eben vor allem auch die KI immer in kleineren Gruppen ankommen. Was für Vader natürlich mit dem Würgegriff ideal ist. Und natürlich mit dem Lichtschwertwurf. So, mal gucken, da kommt jetzt ein Held. Wen haben wir denn da? Jo, Han Solo ist es, ne? Ja. Da halte ich mich doch mehr lieber ein bisschen fern von dem. Das ist eigentlich so der einzige Blasterheld, vor dem ich Angst habe. Direkt der nächste. Zack, ein bisschen Lichtschwertwurf. Da sind wieder viele Würge. Oh, dann kriege ich nur einen gewirkt. Schade. Alter, ey, dass ich auch so viel blocken kann.
Easy. Doppelkill mit dem Lichtschwertwurf. Ey. Was? Oh, da ist ein Solo. Aber ich glaube, der hat gerade seine Detonitladung verschwendet. Deswegen könnten wir da doch eigentlich reinpushen. Ja, einmal würgen. Und tot ist er. Alter, der Würgegriff ist sowas von OP. Und wir metzeln uns hier einfach weiter durch die Gegner durch. Alter, jetzt haben wir schon 76% schon. Wir haben das Spiel übelst gedreht. Da sieht man mal, wie heftig, beziehungsweise wie viel der Held ausmachen kann. Bleib doch mal stehen, Junge. Auch noch den Lichtschwertwurf verschwendet. So, mit dem. So, jetzt ist wieder bei C was los. Hör mal. Was wollt ihr, dass wir übernehmen? Boah, ist schon wieder alles verschwendet. So, dann macht es eben mein normaler Lichtschwertschlag. Shit, schaffen wir die 100 Eliminierungen? Könnte knapp werden. Wir haben jetzt alle Kommandoposten unter Kontrolle. Oh, da ist Yoda. Komm schon. Ich brauche doch wenigstens nur einen Assist bei dem. Bleib stehen. Zack, zack, zack. Und der Assist ist da. Gut, 97 Eliminierungen. Alter, jetzt haben wir alle Kommandoposten unter Kontrolle. Und wir kriegen übelst schnell Prozente, nur 94%. Alter, ich hätte eben nicht zu E gehen sollen. Ich hätte zu dem Gegnerspawn gehen müssen. 96%. Ich brauche noch drei ganze Eliminierungen. Oh, da sind viele Gegner. Komm schon, komm schon. So, ein Kill. Shit, 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 shit. Oh Mann, Maul, was nimmst du mir denn weg? 99%? Komm schon, Lea, du wirst kassieren. Geil! Das müssen die 100 gewesen sein. Und wir haben... Jawohl! Geil! Und der Typ unter mir hat auch genau die 100 Eliminierung geschafft. Was für eine geile Runde, Leute. Dreimal Held geworden. Ganz gute Killstreaks mit denen sogar hinbekommen. 100 Eliminierungen geschafft und das gesamte Match noch einmal umgedreht. Ich glaube, die Gegner hatten 87% oder sowas und wir 20. Und dann haben wir es noch easy umgedreht. Geile Runde. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.